Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 Remastered. So, ich muss immer noch beim Treffen zu Samuel Adams stoßen. Aber das werde ich wohl gleich hingekriegt haben. Ich muss nur mal kurz außen rum. An den Schrein vorbei und den Menschen. Dann sollte ich gleich da sein. Da in diesem Gebäude wird das wohl sein, denke ich. Alles klar. Dann gehen wir da mal rein. Gell? Colonel, ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stéphane Chaffaut. Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Die Eintreiber werden dreister und gewalttätiger. Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Wir müssen einen Banner hissen, damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen. Doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis. Er muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. An der Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Ist das so? Connor, geh zurück zu den Docks und sorg für die Zerstörung des Tees. Wenn du uns brauchst, komm wieder her. Alles klar. Entschuldigung. Pass auf, Mann! Das wäre lecker Tee. So, ich muss. Wo ist denn mein Ziel? Da hinten ist mein Ziel. Alles klar. Das sind mir zu viele, habe ich ja gar keine Lust drauf gerade, wenn ich ehrlich bin. Ich muss mit dem Dog zurückkehren, also mache ich das. Ich glaube, diese Quest kann man immer wieder neu machen. Das ist das sogar schon geschafft. Alter, was ist das für ein Schiff hier? Okay, das wird ja jetzt ein Sperrgebiet. Da kann ich mich unterziehen. Und durch zwei Wachen, die direkt auf mich. Gucken. Oh.
Ich bin die Pfeile zurück. Manu. Wie zerstöre ich das denn? Nee. Yeah. Okay, das war Nummer 1 in dem Sinne. Nummer 2 ist da eben doch nicht da. Laufen wir auf jeden Fall Patrouille, das ist nicht so geil eigentlich. Das ist aber nur der eine, wie es ausschaut. Keine Pfeile mehr. Kommt der hier hoch? Wenn ja, ist das ein Geschenk. Zu langsam. Okay. Mann. Geht das was? Dass wir reinkommen in das Kopfsystem hier. So. Sollte mir erstmal keiner mehr stören. Ne? Es gibt, glaube ich, eine größere Explosion, wo noch Explosionsfässer daneben waren. Jetzt haben wir da ganz hinten noch so ein Teil.
Aber die Wachen kommen jetzt erstmal hierher gerade. Dann laufe ich halt außen rum. Wenn jetzt die Kultur, das ist schon mal ganz gut. Leider keine Pfeile mehr, aber ich kann schießen. Das ist schon mal ganz gut. Das ist zwar lauter, aber egal. Was ist da ganz hinten, Alter? Also auf dem Schiff? Sein, dass es keine Waffen gibt. Hier gibt es gar keine Waffen. Der ist eine Wache, aber der wird mir gar nicht angezeigt, sehe ich gerade. Okay. Ach. Bezirke vom Einlass der Tempel frei. Ist. Ach, das war das mit den Dingens. Gut dazu. Stehe. Warum ist denn immer noch sowas wie so scheiß Militärballer dabei? Oh! Mark Schreier, wo bist du? Steuert mit 3 Pence. Bürger, das ist wahr. Der sich freut. So, das war Nummer 2 sogar schon. Geh ich da hinten nochmal hin? Ich wusste gar nicht, dass das zu dieser Mission dazugehört. Das wäre einfach allgemein ein optionales Ding. Naja. So schnell kann man sich täuschen. Ich glaube, der Hund greift mich an, oder? Okay. War gerade sehr positiv, weil ich nicht wollte, dass der Hund mich angreift. Wollte ich natürlich am Leben lassen, den kleinen Bengel. Thank you.
Okay, jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Stadtschreier! Ah, erstmal sollte ich mir schon Geld auf den Weg bringen, ne? Irgendwas schießt auf mich, aber es trifft mich nicht. So, jetzt gehe ich zum Stadtschreier. So, ich habe noch eine weitere Mission. Näher an das Feuer rankommen. Okay. Geld habe ich eigentlich noch jetzt. Sieht man das irgendwo? ...2039, mehr ist genug. Also ich kann die Leute immer noch gut bestechen. Uah. Öffnen. Stefan, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt. Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. Okay. Wo willst du denn hin? Wir wiederholen, was rechtmäßig meint ist. Ein paar jämmerliche Rotröcke warten auf eine Abreibung. Hier schlage ich auch noch das Gesicht rot. Die Bastarde nahmen mir meinen Vater in Kanada und nun nehmen sie meinen Besitz hier. Oh, es reicht. Du, uns steht ja auch, wieso geht ich habe. Lul. Wir sind keine Briten. Wir gehören nicht dem König. Wir sind frei. Doch der König schubst uns mit seinen Rotröcken herum. Sie sind nicht unsere Herren. Das ist unsere Stadt. Zeigen wir ihnen das auch. Es ist Zeit zu kämpfen. Stefan, bitte. Halte ein und höre mich bitte an. Ich habe lange genug zugehört. Die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen. Ich werde mich rächen. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Und seine Freunde auch. Ich war zu lange ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn kennen. Hey, suchst du Streit, Engländer? Ich gebe dir, was du suchst. Zu weit vor. Hey, Rotröcke! Euer... Wo ich auch hingehe, ich kann den Engländern nicht entkommen. Sie vertrieben mich.
Ich fand eine neue Heimat. Und auch die wollen sie mir nehmen. Ja, ein bisschen Schaden bekommen. So ein Scheiß. Aber wie lange geht denn der Scheiß hier noch? Was bringt dir denn Rachefeldzug? Man kann gegen Unrecht ankämpfen, aber doch bitte nicht so! Das war nicht so, wie ich das wollte. Hier schlage ich auch noch das Gesicht rot, Krapühl! Huch! Tschüss. Zerstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden, wer! Und versagst du, weide ich dich aus und finde einen anderen, der es kann! Was nun? Ein Fenster öffnen. Ist Ihre Assassinenrekruten im Kampf ein oder nutzen Sie Ihre einzigartigen Fähigkeiten? Halten Sie LB gedrückt, um das Assassinenrad zu öffnen. LB. Warum? Du hast kein Recht, die Leute zu berauben. Ob das Parlament zustimmt oder nicht. Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson. Johnson? Beende seine Qualen anständig. Der Hackebeinmörder, ey. Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche. Deutlich. Und das ist tausendmal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe. Sollen's die Briten doch behalten. Du hast dich heute bewährt. Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein Ale aus, wenn du mir hilfst. Statt des Biers biete ich dir Gefolgschaft. So du willst. Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir. Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams. Hessische Axt. Alter, wie viel Gelaber hier ist. Das ist cool. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es bei dem alten Assassin's Creed Teil 3 auch diese Assassin-Aussenden gab. Attentat auffielen. Naja. Dies beendet nun diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.